bin schlichtweg begeistert von der Art und Weise, wie zum jetzigen Zeitpunkt der Parteitag läuft. Der Gründungsparteitag der Landesvereinigung Berlin. Es ist fantastisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass es so straff läuft. Mit 19 Millionen Arbeitslosen hat die Eurozone heute einen historischen Höchststand an Arbeitslosen. Ist denen das eigentlich klar geworden? Wissen die eigentlich, was das bedeutet, dass 54% der spanischen Jugendlichen arbeitslos sind, dass 26% der französischen Jugendlichen arbeitslos sind? Allerdings ist die Euphorie, die wir auf dem Bundesparteitag gesehen haben, nicht mehr ganz so stark und so groß, aber das ist sicherlich auch normal, denn jetzt scheint die Arbeit zu beginnen und bisher leistet das Tagungspräsidium einen hervorragenden Job. Das wird wirklich vom Präsidium sehr gut durchgeführt und mit den Satzungen war natürlich das Schwierigste gewesen, aber wollen wir so sagen, sind alle sehr diszipliniert. Ich habe das so empfunden, dass alle engagiert dabei sind und das gehört ja zu einer lebhaften Partei auch dazu, dass man diskutiert, dass man dann am Ende entscheidet, dass man die Mehrheiten anerkennt und wenn man das alles gesittet tut und sich von Argumenten überzeugen lässt, dann ist das genau der richtige Weg. Also ich denke, der Ausblick insgesamt für die Partei ist exzellent. Wir sind jetzt gerade dabei, die Landesverbände zu gründen und ich habe den Eindruck, dass das überall auch auf gute Art und Weise gelingt. Und dann werden wir uns natürlich mit dem Thema auseinandersetzen, mit dem Thema Euro-Rettungspolitik. Und ich glaube, das Thema, das brennt den Menschen auf den Nägeln und das wird die Auseinandersetzung dann mit dem politischen Gegner sein. Und am Ende werden wir uns zur Wahl stellen und ich bin ganz sicher, die Bürger werden unsere Alternative auch zu schätzen wissen. Wir freuen uns auf die Bundestagswahl sehr sogar und wir rechnen mit einem sehr guten Ergebnis. Ja.